Es regnet echt krass. Ja, sie würde das irgendwie lieben. Hä? Meine Mutter. Wetter wie das war ihr Lieblingswetter. Sie hat wirklich den Leben geliebt, den Regen, das Leben, den Regen, das, den Regen geliebt, als sie noch bei uns war. Tut mir so leid, das zu hören. Wann ist sie gestorben? Nicht vor langer Zeit. Meine Mutter, sie... Ah, egal, vergiss es. Da ist jemand gestorben. Sie schaut noch so ein bisschen aus dem Fenster raus. Ach, die Mama ist die Musikmucke wieder fröhlich, ey. Ich möchte, dass sie endlich darum kümmert, was sie so bedrückt. So dass sie endlich dann wieder nach Hause kann. Na gut, das ist super, aber wir wissen nicht mal, was sie überhaupt bedrückt. Oder wie lange das überhaupt dauern wird, alles. Ich habe auch meine Zweifel daran, dass sie mit uns darüber reden würde. Ja. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist ihren Namen und dass sie irgendein Problem hat. Sie hat mit mir vorhin gesprochen. Es ist ihre Mutter. Sie ist gestorben. Ihre Mutter? Oh nein! Boah. Das Problem scheint nicht so weit weg zu sein, von dem, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, ihr beiden. Ja, sorry. Ich weiß, dass ihr auch gerade vieles durchmacht. Ist in Ordnung. Uns geht's gut. Und davon abgesehen, die ist ja auch noch hier. Wir haben jede Hoffnung, dass es ihr wieder gut gehen wird. Deswegen arbeiten wir jeden Tag so hart. Aber jetzt haben wir was anderes zu tun. Ja, du hast recht. Ich hab's. So, sie ist also weggerannt von zu Hause, ja? Heißt es das nicht, dass sie noch Familie hat? Du hast recht. Ich weiß gar nicht, warum ich daran nicht gedacht habe. Ich versuche sie mal zu fragen. Ich finde es geil, dass sie so 10 Meter, 5 Meter entfernt steht und das nicht mitkriegt. Hey. Was willst du? Sollten wir nicht wenigstens bei dir zu Hause anrufen und sagen, dass du hier bist? Wen denn? Naja, irgendjemanden. Irgendjemanden von zu Hause. Können wir deinen Vater anrufen? Die haben Telefon, ist ja krass. Warum kümmerst du nicht um dein eigenes Zeug? Ich habe keine Familie. Warte mal, also lebst du alleine? Ich habe keine Familie. Dieser stumme alte Mann. Ich hasse ihn. Also, hast du einen Vater? Er ist nicht mein Vater. Und rede überhaupt nicht über ihn und erwähne ihn auch nie wieder. Das ist stabil. Kann man machen. So, Hallöchen. Ja. So, Rezept. Rezept. Ja, guck mal, Rezept. Dann noch einen Tag, da haben wir ein neues Rezept oder so. Aber ich muss mal gucken. Achso, wir müssen also nur einen Tag quasi warten und dann geht's weiter. Storytechnisch. Oder wir gucken heute mal. Aber obwohl Daylight, also Tageslicht haben wir jetzt gerade. Wir müssen also nur vorbeischauen während des Tageslichtes. Und dann kriegen wir eine weitere Story-Sequenz quasi. Und Story-Fortschritt mit der Ollen hier. Könnt ihr mal gucken. Wie sieht es aus? Ja. Rosetta. Okay. Rosetta Stone. So. Stuff. Stuff. Mehr Stuff. So. Zacki, 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 zacki. So. Ja gut, wir kommen ja eigentlich quasi gar nicht weit. Deswegen würde ich einfach sagen, wir entspannen uns hier so ein bisschen.
Wie wär's mit Bacon? Ich hab Bacon für dich. Wir geben es dem Drachen. Bacon schmecken. So, bitteschön. Guten Hunger. Weg damit! Alles muss niedergemäht werden. Los jetzt. Karotte. Das finde ich nicht so attraktiv, um ehrlich zu sein. So, upsala, erstmal dagegen laufen. Ich kann sie auch gegen einen Stein laufen lassen, habe ich gehört. Das probieren wir doch erstmal mal. Hallöchen. Hast du mich gesehen? Ich habe eh nichts dabei, also. Ah ja. Okay. Wenn die gegen einen Stein laufen, zerfallen die einfach. Okay, gut zu wissen. Das haben wir jetzt also auch gelernt. Das ist wahrscheinlich die bessere Farming-Methode, wenn man die haben möchte. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wozu ich die brauche, die komischen Viecher. Aber es geht, ja, das haben wir gecheckt. Die begehen dann quasi Selbstmord oder so. Kamikaze. Seppuku, obwohl das ja was anderes ist. Naja. So, einmal hier hoch. Durch die Wälder. Alter, das ist aber echt. Also, heute läuft das noch ein bisschen schlechter auf der Switch, ey. Mein Gott. Oder? Also, ich habe so das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen schon hakelt. Obwohl das hier keine Spielruckler sind, sondern glaube ich, weil die Kamerasteuerung schlecht ist. Aber gut. What auch ever, ne? Lassen wir es einfach dabei. So, einmal hier hoch. Wir wollen wieder zur Cremesoße. Ich kann auch nicht dafür, dass du überall gegenläufst, Drache. So, zack. Cremesoße. Was auch immer das überhaupt ist. Ist das jetzt Creme Fraiche? Das hatte ich ja schon mal gefragt, ne? Ich weiß es immer noch nicht. Wir haben jetzt vergessen wahrscheinlich, aber das interessiert mich nicht so grundlegend. Es ist erst interessant, falls irgendjemand am Eskalieren ist wieder. Oder gegebenenfalls es Probleme gibt oder so. Okay, das brauche ich eigentlich auch alles gar nicht. Aber die Kidneybohnen würde ich nochmal mitnehmen. Ja, guck mal, da unten steht es jetzt schon wieder. Aber prinzipiell sollte mich das. Ach komm. Return to Café. Man kann sie ja nicht alles machen lassen. Was ist hier los? Wie kann das hier sein? Hallöchen, einmal die Bestellung, bitte. Lol, sie ist hier. Also sie kommt noch vorbei, obwohl sie hat Bock. Oh, was ist jetzt kaputt? Ach so, es war der Drache wieder. Wann hat sie gesagt, sie mag spicy food? Und dann sagt sie, das Pancake ist gut, okay. Oh, er hat mir was Neues gegeben. Glaube ich zumindest. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich mit ihr reden. Yaki. Oh Gott, das sind aber auch. Also, das sind teilweise Wörter. Bin ich jetzt im Englischen nicht so bewandert drin. Das ist wahrscheinlich irgendein. Alter, jetzt spiel nicht schon wieder auf der scheiß Gitarre rum. Mann, ey. Eskaliere ich hier gleich. Country Steel Eel. Das können wir nochmal herstellen eigentlich. Einfach so, weil es geht. Und zwar mit ein bisschen Currypulver. Oh Gott, ist das widerlich. Egal. Ich wollte es unbedingt mal herstellen, so. Zweimal nur gut oder nice. Deswegen leider nur fünf. Ah, vier meine ich. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein 3 Sterne. Oha. Lol, aber was kann er hier fressen sonst?
Hier, wer ist mit was zum Essen? Guten Hunger. Muss der groß und stark werden? Oh lol. Sie hat heute zwei Rezeptfragmente gefunden. Ist natürlich nice. Können wir direkt mal das herstellen gehen. Ah, hier liegt noch Scheiße. So. Hallöchen. Was zur Hölle ist das, DVK? Wenn ich hier in diesem Hotel bleibe, dann hat's wenigstens auch bitte besseres Essen. Okay. Okay, das ist wieder was ganz in Meunier. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Das Gericht. Oh lol, jetzt kommt zu jeder Uhrzeit kommen jetzt hier Gäste, oder was? Also wir haben jetzt nicht nur zwei Stoßzeiten, wir haben jetzt gegebenenfalls zu jeder Uhrzeit Gäste. Das heißt, es macht endlich Sinn, unsere Angestellten. Sie machen endlich Sinn. Weil dann kann ich beispielsweise, während die arbeiten, kann ich auch arbeiten. Und zwar beispielsweise an einem Meunier. Dann nehmen wir natürlich einen Gobby, ein wenig das da und natürlich Zucker. Widerlich. Salz. Obwohl, glaube ich, wahrscheinlich am Fisch eigentlich genug Salz dran sein sollte. Oh fuck. Das war jetzt bitter. Einmal nice, ey. Ich glaube, es geht los. Mich würde mal interessieren, ob das besser ist als unsere anderen Gerichte. Gucken wir mal rein. Es hat 4. Mich würde interessieren, was es hat, wenn ich nicht verkacken würde. Vielleicht auch mit einem anständigen Fisch. Gobby. Und Salz. Das dann einen Unterschied macht oder ob das keinen Unterschied macht. Okay, jetzt haben wir wenigstens die 5 Kochhüte. Supreme Slightly Salty Meunier. Gucken wir doch mal. Also, wenn ich jetzt nachgucken müsste, was würde ich rausnehmen? Wir haben alles fast 4-Sterne-Sachen. Und dann würde ich, wenn ich die Zutaten checke, irgendwas mit Salz wahrscheinlich rausnehmen. Das hier wird so langsam Reisporridge. Könnten wir auch wegmachen, oder? Das hat nur Karotten drin. Okay, da weg. Unsere Karotten werden auch so langsam wieder leerer. Guck mal, ich habe dann überall nur Karotten reingemacht. Ah, nice. Aber das kann dann weg eigentlich. Also gegebenenfalls, wenn das besser wäre. Aber ich weiß es natürlich nicht. Wir müssen es jetzt erstmal herausfinden. Hier unten ist es. Ja, es hat 4,5 Sterne. Dann machen wir das da rein. Neues gutes Gericht. Wir werten unsere Karte weiter auf. Gefällt mir. Jetzt haben wir zwei Fischgerichte. Okay. Middle Older Brother. Es gefällt eigentlich allen hier alles. Außer der Fisch. Okay, interessant. Wer nimmt es? Er nimmt es mit. Er serviert das. Was sagt er überhaupt dazu? Er würde gerne was Süßes essen. Das kriegt er sofort, oder? Aber wir können noch mal kurz rausgehen. In dieser Folge. Um dann eben ein bisschen Karotten noch zu sammeln, weil offensichtlich brauchen wir wieder mal ein paar. Wenn ich in den ganzen Gerichten nur Karotten verwende, ist es vielleicht doch gut, wenn ich mal ab und zu ein paar Karotten mitnehme. Und hier kriege ich keine. Das ist schon mal gut. Wie sieht es eigentlich mit unserem Eier? Verwende ich, glaube ich, gar nicht mehr. Theoretisch brauchen wir davon nichts. Gucken wir mal unten, wie das unten mit. Da unten haben wir vor allem noch einen Rezeptpart. Das nehme ich natürlich mit. Lass mich aus dem Weg gehen hier. Lass mich aus dem Weg gehen. Lass mich hier durch, meine ich natürlich. Hier unten haben wir Klick-Klack-Reis. Den nehme ich natürlich auch mit. Obwohl wir den jetzt gerade, glaube ich, gar nicht mehr verwenden. Aber falls wir mal Sushi herstellen oder so. Keine Ahnung. Was haben wir hier unten? Bread and Fillings, Dish 1. Okay. Harvest.
Die Fische nehme ich sehr gerne mit. Die können wir gut gebrauchen. Und dann würde ich gegebenenfalls noch so ein, zwei Karottchen mitnehmen. Und dann haben wir auch schon wieder eine Folge fast geschafft. Also haben wir eine Folge quasi wieder geschafft. Und dann haben wir morgen eben den nächsten Teil mit dem nächsten Story-Part. So, wir haben hier noch Zucker und hoffentlich auch was anderes außer Zucker. Aber ich brauche keinen Zucker, ich brauche Salz. Salz, 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 Salz. Ich brauche Salz und Karotten. Und keine, doch, was will denn mit den ganzen Zwiebeln, ey? Warum, was willst du die ganze Zeit, ey? Bleib mal ein bisschen entspannter, du. Okay, Stuff is lacking, ist mir gerade noch egal. Wir müssen eben mal kurz das Salz hier mitnehmen. Auch wenn es nur eine Portion ist. Das ist nur eine Portion, ist doch scheiße. Naja, dann unterstützen wir noch mal kurz eben in unserem Café. So, Hallöchen. Mitarbeiten bitte. Aus dem Weg. Aber sonst arbeiten alle. Das ist schon mal gut. Dann nehme ich hier mal die Bestellung auf. So, zack. Jetzt haben wir hier überall die Sachen gemacht. Das heißt, ich nehme auch, serviere auch das Gericht. Und zwar an ihn hier. Guten Tag, der Herr. Ein Backner Kauder für... Nee, ein Salat für Sie, glaube ich, ist das. Sie hat das Backner Kauder. Ja. Also, obwohl, das sieht natürlich mir da auf dem Teller ein bisschen mehr aus. Obwohl es nur Karotten sind bei uns eigentlich. Salty! Das sieht doch alles sehr gut aus hier. Ja, ja. Der Drache hockt da auch so wunderschön. Der ist aufmüpfig. Ich glaube, der ist in der Pubertät. Pubertät! So, ja, okay. Ja, ist gut jetzt, Drache. Er ist gerade immer nicht so. Jetzt müssen wir nur noch weg aufräumen. Und dann haben wir das auch geschafft. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir uns ab. Fragen Sie nochmal nach einem Gericht? Nein? Okay, dann würde ich sagen, war es das für die Folge, indem wir uns jetzt hier oben hinbewegen. Und uns hier reinlegen. Wir hatten 13 Gäste, 4 mehr als letztes Mal. Okayes Feedback bekommen, das reicht aber vollkommen aus, um das auch um uns da hoch zu pushen. Satisfaction Ranking, wir haben mittlerweile das Chili con Carne relativ weit oben, aber am meisten wird immer noch die Pancakes bestellt, also die wie heißen sie jetzt nochmal? Pfannkuchen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich fürs Zusehen, ihr habt Spaß und ich bin raus, euer DVK.